Wenn auch du wissen willst, wie man kaputte Lego 9-Volt-Kabel repariert, dann bist du hier genau richtig. Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Vintage und Retro Lego YouTube-Kanal der Steckkasten-Crew. Ich habe euch heute kaputte Lego 9-Volt-Kabel mitgebracht. Und ich möchte euch zeigen, wie man die repariert, und zwar ohne zu löten. Wenn ihr unseren Kanal schon länger verfolgt, und ich meine wirklich länger, dann wisst ihr vielleicht, dass ich euch bereits einmal gezeigt habe, wie man kaputte 9-Volt-Kabel und Zuganschlusskabel für das 9-Volt-Eisenbahnsystem repariert. Und damals habe ich das Ganze noch gelötet. Ich muss zugeben, das ist nicht jedermanns Sache. Es ist zwar relativ einfach, aber nicht jeder traut sich vielleicht ans Löten ran. Und deswegen habe ich mich nochmal intensiver mit der Sache beschäftigt. Zumal uns unzählige Zuschriften erreicht haben von Leuten, die kaputte Kabel haben. Es gibt sogar Leute, die haben uns kaputte Kabel zugeschickt, damit sie repariert werden können. Alles sowas. Ich wurde auch zigmal gefragt, was ist das richtige Kabel. Es gibt zwar unter dem alten Video eine Verlinkung zu passenden Kabeln, aber die sind ein bisschen zu dick. Zumindest das, was ich damals rausgesucht hatte. Und jetzt habe ich das Ganze besser gelöst bekommen. Und hier nochmal einen ganz großen Dank an den Brian von Battery Powered Bricks, einem YouTube-Kanal aus den USA. Der hat diese Lösung gefunden und hat sie in einem englischsprachigen Lego-Forum geteilt. Und dort habe ich sie gefunden, aufgrund meiner Recherche. Ich habe mich dann auch in Verbindung gesetzt mit ihm und habe ihm erklärt, dass ich selbst das schon gemacht habe und dass ich seine Lösung besser finde. Und dass ich das quasi ins Deutsche bringen werde und den Leuten das mitteile. Er hat überhaupt kein Problem damit, er ist über alles informiert. Das heißt, ich zeige euch heute, wie es besser geht. So, und dafür habe ich hier einige kaputte Kabel mitgebracht. Ein paar sind aus meinem letzten Mailday-Video. Ein paar andere sind bei mir über die Jahre einfach aufgekommen. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie öffnet man die Kontakte, welches Kabel benutzt man, wie geht man ohne Löten vor. Und ich würde sagen, wir schwenken jetzt die Kamera und dann geht's direkt los. Okay, und los geht's. Was brauchen wir? Natürlich kaputte Kabel. Ja, ob die jetzt wie hier komplett abgerissen sind oder einfach nur porös geworden sind, so wie hier, spielt erstmal keine Rolle. Also irgendeine Form von kaputten Kabel. Ihr seht, hier kommt auch schon gut was zusammen. Dann natürlich neues Kabel. Das verlinke ich euch. Das findet ihr bei Amazon. Das ist ein jetzt hier sechsadriges Kabel, was man aber hier ganz einfach in so Aderpaaren auseinanderziehen kann. Das ist 24 AWG stark. Das ist wohl, also AWG ist American Wire Gauge, eine amerikanische Einheit für Kabeldicke. Das Ganze kommt dem Originalen, ich habe hier mal ein Originalkabel, schon sehr, sehr nah, wenn nicht sogar perfekt nah. Funktioniert wunderbar. Ich habe schon mehrere Kabel damit repariert und im Einsatz funktioniert wunderbar. Wie gesagt, verlinke ich euch. Das braucht ihr. Was noch sehr hilfreich ist, ist ein Multimeter, um das Kabel dann testen zu können. Und wer die ersten Videos kennt, der weiß, hilfreich ist zum Beispiel so ein Tool hier. Das ist ein iFixit Jimmy. Sehr, sehr dünn, mit dem man ganz gut die Elemente aufhebeln kann. Oder, was auch ganz gut wäre, ein 2,5 mm Schraubenzieher. Und dann noch einmal um einiges dünner, vielleicht sowas wie 2 oder 1,5, um die Zugelemente besser aufmachen zu können. So, das lege ich mir mal beiseite. Das verlinke ich euch auch alles. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir fangen jetzt mit einem ganz normalen Kabel an, nämlich so einem hier. Wobei, das ist sogar noch intakt. Das lag jetzt bei meinem Defekthaufen mit dabei, es ist aber noch intakt. Hier können wir natürlich schauen, wir können uns diese
ganz normalen 9 Volt Lego Technik Verlängerungskabel natürlich bauen, wie wir wollen. Entweder wir halten uns an die vorgegebenen Längen, die es so gibt, oder wir bauen uns Custom Kabel. Wenn wir eine große 9 Volt Zuganlage zum Beispiel haben und wir es in bestimmte Richtungen irgendwie verlängern wollen, können wir uns da selbst was zusammenbauen. Ich gucke jetzt mal hier in dem Haufen. Ich glaube, hier sind auch viele längere dabei. Vielleicht erwischen wir aber mal ein kürzeres. Hier sind ganz kurze, das nehmen wir jetzt. So, hilfreich ist entweder so ein Big Brick zum Beispiel, wo man die jetzt aufnoppen kann, oder eine große Grundplatte. Und wir sehen jetzt, das Ganze ist hier 2, 4, 6, 8, 10, 11 Noppen lang in der Mitte. Insgesamt dann also 15 Noppen lang. Und dann nehmen wir uns unser Kabel und längen das hier ab. Also wir legen das hier drauf. Das ist in etwa jetzt so lang, vielleicht noch ein kleines Stückchen länger. Und jetzt überlegt es euch. Entweder ihr dröselt das gleich so auf oder schneidet euch halt das einmal hier mit den 6 Adern ab und könnt dann 3 Kabel in der Länge reparieren. Ihr seht hier, vielleicht sieht man das, es ist eigentlich komplett schwarz, nur die äußerste Seite hat hier so einen grauen Indikator drauf. Und das finde ich persönlich am besten für die Zuganschlusskabel und warum erkläre ich euch später noch. Also, ich habe das jetzt mal so gemacht, länge das jetzt auf die Länge ab, lasse ein kleines bisschen mehr, schneide das jetzt hier einfach mit der Schere durch, zack, Rest beiseite. Ja. Und jetzt machen wir den Connector auf, entfernen das alte Kabel. Und entweder ihr nehmt jetzt hier den Jimmy, geht hier dazwischen, hebelt es auf, oder ihr nehmt hier einen flachen Schraubendreher. Ich nehme jetzt 2,5 mm und dann geht ihr hier dazwischen. Hier so dazwischen, also hier kommt das Kabel raus an der Seite, geht hier dazwischen, ganz sachte. Und dann hebelt ihr das hier so raus. So, sieht man das so ein bisschen? Das steht da bereits ab. Hier drüben ist noch drin, da steht es schon ab. Dann macht ihr das auf der anderen Seite genauso. Sachte dazwischen hebeln. Und dann rausdrehen. Und dann stehen beide Seiten hier so ab. Da. Und dann könnt ihr hier dazwischen gehen, fasst am besten hier von oben so drauf und zieht das einfach nach oben raus. Und dann könnt ihr hier einfach gerade nach oben das alte Kabel rausziehen. Und jetzt wird es ganz wichtig. Hier hinten drin sind diese kleinen Metallnasen und die müssen gerade sein, denn wir arbeiten jetzt hier ohne Löten. Das heißt, wir krimpen hier, beziehungsweise nutzen wir Krimpen, um das Kabel zu verbinden. Und dafür müssen hier diese kleinen Nasen einfach gerade sein. Die biegt ihr euch hier so ein bisschen zurecht und dann klappt das auch. So, das ist die eine Seite. Jetzt zeige ich euch kurz mit dem Jimmy einfach die andere Seite. Der passt hier, der ist so schmal, der passt hier einfach dazwischen. So, und dann kann man das hier so hochheben. Seht ihr? Kommt das da so raus und dann fährt man hier einfach drunter so und hebelt das ebenso gerade weg. So. Wieder drunter, drauf fassen, zack. Und jetzt kam sogar das ganze Kabel mit raus. Das ist hier so reingedrückt und das ist der Grund, warum ich euch gesagt habe, ein kleines Stückchen länger lassen. Kommt hier so raus, ihr seht das hier. So, da. Denn ich zeige euch gleich, wie wir es reparieren. Auch hier schaut, dass diese kleinen Nasen gerade sind. Ja, wunderbar. Damit kein Kurzschluss entsteht und einfach die bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und dem Connector entsteht. So. Natürlich eine ganz schöne Sauerei. Jetzt haben wir hier den Connector. Die Unterseite. Und da
Ah ja, doch, man sieht's. Da sind so kleine Löcher. Ihr seht das. Dort und dort. Und das sind die Löcher, in denen die Nasen dann reindrücken. Diese beiden Metallnasen, die sehen ungefähr so aus, die drücken dann in die Löcher so rein und trennen quasi die Außenhülle vom Kabel auf, bis dieses Metall innen drin den Kupferdraht berührt. Jetzt nehmen wir das Kabel und legen das einfach hier so rein. So. Das kann man auch perfekt hier einfach aufnoppen. Ne? Deswegen sage ich ja, holt euch einen Big Brick dazu. Dann legt man das hier so rein und dann nimmt man einfach seinen Schraubendreher und ohne jetzt wirklich doll Kraft anzuwenden. Ich lege das hier ein kleines Stückchen drüber. Sieht man das? Es ist ein kleines Stückchen länger. Einfach hier reindrücken, ohne das Kabel zu beschädigen. Und es bleibt auch eigentlich so liegen. Ihr seht das? Da geht es schon rein. So. Jetzt habe ich es durchs Zeigen, ist es nochmal rausgerutscht. Jetzt mache ich das hier so rein, nehme das Kabel und jetzt nehme ich einfach das andere Stück, setze das hier auf und mit Schwung noppe ich das hier drauf. Und im besten Falle sitzt es dann schon korrekt. In meinem Fall jetzt hier sitzt es noch nicht korrekt, sieht man das? Da drüben die Seite noch nicht. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier wieder meinen Schraubendreher und drücke hier nochmal fest, bis es knackt. Und das Knacken symbolisiert mir, dass diese Nasen hier wieder reingreifen. Und ihr seht das, da sind die Nasen drin, auf der anderen Seite auch. Das ist schon mal sehr gut. So, ich empfehle jetzt, bevor man weitermacht, einmal messen, dass hier kein Kurzschluss entstanden ist. Wie macht man das? Ganz einfach. Ich nopp das jetzt wieder auf. Ich nehme jetzt hier mein Multimeter. Stelle das Multimeter hier unten auf die Stellung für einen Durchlass. Da ist jetzt eine 1 zu sehen. Ich hoffe, das sieht man. Und wenn ich da jetzt einen Durchlass erzeuge, meins piept jetzt nicht, ich muss jetzt immer gucken, dann geht das gen 0. Natürlich muss das A ein guter Kontakt sein und B sollte es sauber sein, die Konnektoren. Das geht gen 0. Das heißt, hier fließt ein Strom durch. Wenn ich jetzt hier ansetze, auf dieser Seite an den Kontakten, an den silbernen Kontakten hier, und würde da eine 0 sehen, das wäre nicht gut, das würde nämlich heißen, ich habe einen Kurzschluss. So, ihr seht, es bleibt bei einer 1, das heißt, ich habe hier keinen Kurzschluss. Jetzt kann ich natürlich auch noch das Ganze weiter treiben, kann hier reinpieksen. Das ist nur ziemlich schwierig zu machen, wenn man nur zwei Hände hat. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Und dann hier dran. Und dann geht es da auch gen 0. Ja, es wackelt ein bisschen, weil ich jetzt hier nicht so gut dran halte. Das heißt, die Seite leitet schon mal. Die andere noch versuchen. Ja, da sehe ich auch einen Ausschlag. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, unsere erste Seite ist von der Verbindung her fertig. So, jetzt können wir nochmal schauen. Das war so drin, das war auch so drin. Ungefähr gleich lang, perfekt. Jetzt machen wir auf der anderen Seite genau das Gleiche. Wir noppen das hier auf, legen das so rein. Wieder ein kleines bisschen länger. Das ist wirklich nicht viel. Das ist so ein Millimeter vielleicht. Und dann nehme ich das und drücke das hier einfach nur rein. Ohne groß Kraft aufzuwenden, einfach nur reindrücken. Denn ich will das Kabel ja nicht beschädigen. Es ist eine Silikonummantelung. Das heißt, die kann schon einiges ab. Aber man sollte trotzdem nicht drücken wie so ein Wilder. So. Dann nehme ich jetzt meinen Connector wieder. Setze den hier auf. Und zack, zack. Und auch hier wieder, man sieht's, das wird man selten beim ersten Mal hinkriegen. Ich werde jetzt hier auch wieder das Ganze nehmen, rein. Das sieht schon fest aus. Ist es denn auch fest? Ja, jetzt immer mal
nachdrücken, nicht zu viel, denkt dran, mit so einem Schraubenzieher kann man auch mal abrutschen und sich unschön wehtun, das wollen wir nicht. So, bei denen ist es ganz simpel, einfach gerade. Ne? Links auf links, rechts auf rechts, hier gucken, dass das Kabel nicht verdreht ist. Bei dem ist es jetzt okay, da passiert das nicht so leicht. Wenn ihr aber längere baut, seht zu, dass ihr das Kabel nicht verdreht, sonst kriegt ihr da einen Kurzschluss rein. So, jetzt wieder auf diese Stellung bringen, da ist eine 1 zu sehen. Jetzt schauen wir hier und hier. Oh, muss ich natürlich mal so hinlegen, dass ihr auch was sehen könnt. Jetzt schauen wir da und da. Das geht natürlich auch dann nur richtig gut, wenn die Kontakte auch schön sauber sind. Die sind auch gerne mal ein bisschen angegriffen über die Zeit. Nehmen wir mal den hinteren. Da, das wollen wir sehen. Dass da jetzt keine Null stand, kann auch ein Indiz dafür sein, dass die Kontakte einfach nicht mehr so super schön sind. Also auch gerne mal ein bisschen sauber machen. Da, andere Seite sieht auch gut aus. Man kann natürlich auch das Ganze auf der Unterseite messen, indem man hier an das Metall rangeht und dort. Na, da kriegen wir sofort die Null. Und dann noch die andere Seite, kriegen wir auch sofort gen Null. Denn hier unten sind ja auch die Verbindungen, die dann den Strom auch leiten. Und so einfach ist es, ein 9 Volt Verlängerungskabel zu reparieren. Egal ob kurz oder lang, vollkommen egal. Ihr seht, das passt hier perfekt rein. Ne? Das wackelt sogar noch ein kleines bisschen, hat noch ein bisschen Luft. Ich messe das mal eben. Das hat in etwa eine Dicke von 3 mm ungefähr. Wunderbar. Das Original, ja, ist vergleichbar dick. Das ist ein minimaler Unterschied. Ich möchte auch mal sagen, wenn ich euch das jetzt so hinhalten würde, ihr würdet vermutlich auf den ersten Blick erstmal nicht sehen können, welches Original und welches repariert wurde. Und das Ganze ohne Löten. Und auf Basis dessen schwenken wir jetzt rüber und reparieren ein Eisenbahnkabel. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal ein 9 Volt Anschlusskabel an. Und das ist ja so sehr in Mitleidenschaft gerissen. Hier ist abgerissen. Ja. Hier, das ist komplett hinüber. Hier dazwischen ist auch schon zur Hälfte abgerissen. Das ist, ja. Wir werden das jetzt erstmal auseinandernehmen. Und hier gilt es wirklich vorsichtig zu sein. Wer das erste Video schon gesehen hat, der weiß das, dass man hier vorsichtig sein muss. Denn das sind 6 Nasen hier. Da 3 und da nochmal 3. Und die, sobald man eine gelöst hat, greifen die anderen gerne wieder zurück und dann kriegt man es schwer auseinander. Und ihr wollt unbedingt sowas hier vermeiden. Hier ist mir nämlich das schon weggebrochen. Da war ich ein bisschen unvorsichtig, dann ist mir das Plastik weggebrochen. Und jetzt ist offenes Kabel, funktioniert natürlich trotzdem, aber es ist nicht so schön. Also vorsichtig sein. Ich würde vorschlagen, ihr schnappt euch einen Schlitzschraubendreher in, was nehme ich jetzt mal, 2 mm Breite. Und dann, wisst ihr was, wir machen es mal noch einfacher. Wir nehmen jetzt hier eine Schere, schneiden das Kabel jetzt hier weg. Da. Und das machen wir hier auch gleich. Weg. Und hier weg. Ist nur noch eine Ader. Und hier machen wir das gleiche auch mal. Am Kern weg, weg. So, das alte Kabel komplett weg. Jetzt haben wir hier die ganzen 4 Einzelteile und können in Ruhe damit arbeiten. Das wisst ihr eh noch, wie das aufgeht. Ne? Das ist relativ straightforward. Ich nehme jetzt hier wieder meinen Jimmy, führe den hier ein. So, nehme das hier hoch. Schön vorsichtig. Was auf der anderen Seite lieber auch nochmal. Und dann habe ich das Ganze jetzt hier schon draußen. So.
Jetzt ist es natürlich so, wenn das Kabel hier fehlt an der Stelle, dann habt ihr hier wenig zum Anfassen. Hier geht's jetzt. Ich schnapp mir das, versuche das wieder möglichst gerade rauszuziehen, damit die Nasen dort hinten schön gerade sind. Das ist mir jetzt hier gut gelungen. Ihr habt es ja jetzt eh schon gesehen, wenn ihr schon Kabel repariert habt, dann seid ihr darin eh geübt. So, das packen wir an die Seite. Dann nehmen wir uns einen der Konnektoren zur Hand. Und es macht sich jetzt besser, wenn ihr kein Kabel rausguckt, beziehungsweise nur so ein kurzes, ist es besser. Man geht hier mit einem 2 mm Schlitz rein, denn das passt perfekt, und versucht die einfach so nach hinten zu drücken. Nicht zu derb, die können gerne wegbrechen. Drückt sie einfach so ein bisschen nach hinten und vielleicht sogar schon ein kleines Stückchen nach unten. Ihr seht es da. Hier geht es schon auseinander. Sieht man das? Da geht es schon auseinander. Und ich greife jetzt hier mal kurz so ein bisschen rein, damit es nicht wieder reinrutscht. Und im Idealfall sieht das Ganze so aus. Minimal geöffnet. Und dann gehen wir auf die andere Seite und machen das Gleiche dort auch. Und hoffen einfach immer, dass es nicht wieder reinrutscht. So, zack, da, da und hier vorne nochmal. Jetzt habe ich es eigentlich. Jetzt alle raus, und wenn ich jetzt hier vorne so ein bisschen anfasse und ein bisschen ziehe, da haben wir das Thema nämlich. Jetzt ist es vorne raus und hinten will es schon wieder rein. Hier lieber ein bisschen, obwohl ich das jetzt sehr hektisch gemacht habe, auseinanderziehen, lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, lieber ein bisschen ruhiger rangehen, denn das hier sind diese kleinen Nasen. Ihr seht sie hier, hier, hier und hier. Und die gehen super gern. Die gehen super gern kaputt. Das muss nicht sein. Und hier haben wir auch wieder diese beiden Metallzinken. Da. Und da gehen wir dann drauf mit unserem Kabel. Und das ist wichtig, denn beide Teile, also beide, sind baugleich. Da kommen wir noch auf eine Besonderheit zu sprechen. Das zeige ich euch beim Wiederzusammenbauen. So, das haben wir jetzt erstmal auseinander. Jetzt wechsle ich hier nochmal kurz auf einen Kreuzschlitz, einen ziemlich kleinen. Denn hier ist die Zugentlastung. Das rote ist Zugentlastung festgeschraubt. Jetzt habe ich hier die Schraube und dann ziehe ich das Ganze wieder hier hoch. Das kann ein bisschen haken, denn das Kabel ist da auch richtig reingedrückt und hat sich da schön verhakt. Wenn das jetzt nicht geht, so wie bei mir, kleiner Meinungsverstärker, die Pinzette. Aber ich ziehe jetzt hier mehr die Isolierung vom Kabel runter, als dass ich das Kabel rausgezogen kriege. Okay, wie mache ich das jetzt? Ohne dass ich hier groß was kaputt mache. Es will nicht raus. Okay, wir gucken dann gleich nochmal bei dem anderen. Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit noch ein guter Tipp ein. Es ist wirklich hier gut verkeilt jetzt gerade. Legen wir mal kurz beiseite. Dann machen wir den nächsten. Ich habe euch im letzten Video auch gesagt, das kann man auch mit dem Jimmy machen. Wenn man jetzt hier dazwischen fährt und so ein bisschen versucht, die Nasen wegzudrücken. Aber dann läuft man halt Gefahr, dass sich das zu sehr wegbiegt. Und das ist super schnell weggebrochen, denn das ist wirklich sehr, sehr dünn. Aber den kann man durchaus benutzen, um so ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass die Nasen wieder von allein zurück wollen in diese kleinen Aussparungen. So, das heißt, ich gehe hier rein und drücke das so ein bisschen runter. Hier auch nochmal. Dann wechsle ich die Seite mal. Seht ihr? Hier raus. Und wenn ich jetzt rausgehe. Ah ne, jetzt ging's. Eben ist es von allein zurückgesprungen. So, rein und raushebeln. Rein und raushebeln. Und hier nochmal, weil hier ist es wieder reingerutscht. Bitte unglaublich vorsichtig sein, dass ihr euch hier nicht in den Finger stecht. Gerade mit so einem dünnen Schraubenzieher ist das super schnell gemacht. Dann rutscht man ab, dann sticht man sich in den Finger, das tut echt weh. So, auch hier habe ich die jetzt alle und ich versuche jetzt
hier hinten wie hier vorn ein bisschen zu hebeln. Ja, da geht es schon auf. Jetzt kann ich hier mit dem Jimmy noch ein bisschen nachhelfen. Und dann habe ich es auf. So. Und auch hier Glück gehabt, Nasen alle intakt. Die Zinken auch wunderbar gerade. Alles super. Dann schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Vielleicht ist es sinniger, ein bisschen mehr Kabel beim Abschneiden stehen zu lassen. Dass man es ein bisschen länger stehen lässt, dann kommt das, hat man einfach mehr zum Anpacken, um es rauszuziehen. Lege ich auch mal da an der Seite. So, hier hoch. Auch das sitzt super fest. Also vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, ich hätte die Kabel dran gelassen. Ja, da. Also mit verdrehen und gucken, dass man nichts wegbiegt, kommt es raus. Und ihr seht jetzt, warum. Das geht quasi einmal so U-förmig hier drumherum und ist hier richtig fest und klemmt sich dann hier dazwischen. Entlastet natürlich den Zug, weil es festgemacht wird und dann quasi hier an der Stelle nur drückt. Aber es klemmt halt auch gut. Jetzt versuche ich es hier glatt nochmal mit dem gleichen Trick. Ah, jetzt habe ich hier mehr Kabel zerstört als alles andere. Hier muss ich echt nochmal gucken, wie ich das mache. Vielleicht nochmal mit einem ganz dünnen Schraubendreher so ein bisschen hier dazwischen. Ja, wenn man hier drunter geht, bewegt sich es auf jeden Fall so ein bisschen. Seite für Seite, bloß nicht verkanten. Ja, dann kommt es raus. Da. Also am ehesten noch hier durch und hier hinten so ein bisschen drunter und dann so versuchen hochzuhebeln. Hat jetzt auch funktioniert, ohne größeren Schaden zu nehmen, beziehungsweise Schaden zu verursachen. Alles gut. So manchmal, ich habe das jetzt hier nicht, aber manchmal bleibt hier auch noch so ein bisschen was von der Isolierung hängen, das dann einfach so ganz easy abkratzen. Und dann hat man das auch schon erledigt. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Ordnung. So. Und gehen zum nächsten, beziehungsweise zum letzten Punkt, nämlich diesem Kern. Und der, man sagt ja immer so schön, man hebt sich das Beste für den Schluss auf. Das ist einfach ein absoluter Krampf. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Dort wie dort, das sind die Angusspunkte von diesen Nasen. Die gehen hier hoch und halten sich dann da drin fest. Da. Und auf der anderen Seite auch. Ich habe leider keinen guten Tipp. Man kann mit dem Jimmy hier dazwischen gehen und versuchen, das so ein bisschen aufzuhebeln. Am besten ist wirklich immer hier auf der Rückseite und dann so zu drehen. Aber ich bin dazu übergegangen, mir einen sehr dünnen Schraubendreher daher zu nehmen, beziehungsweise Bit. Das wäre jetzt in meinem Fall 1,5, habe ich jetzt hier. Ich fahre dann jetzt hier dazwischen, zwischen diese beiden Teile, also hier in diesen Schlitz, aber da auf der Seite, wo das Kabel ist. Fahre hier ganz sachte dazwischen und versuche das dann mit so einer drehenden Bewegung aufzuhebeln. Hier ging es jetzt. So ein kleines bisschen ist da schon auf. Ich nehme jetzt mal 2 mm. Vielleicht ist das noch ein kleines bisschen besser. Wenn man es dann erstmal auf hat, kommt man auch besser mit einem 2 mm rein. So, dann gehe ich hier auf die andere Seite. Das ist schon wieder. So, und drehe auch auf. Und ich habe jetzt anscheinend Glück, denn es geht relativ simpel auf. Am besten nicht zu weit aufmachen, sonst fällt es auf der anderen Seite wieder schwerer. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Und drehe auf und dann auch hier. Okay, ihr müsst aber wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, denn diese Nasen hier sind direkt an den Punkten, wo ich angesetzt habe. Wenn man da mal abrutscht oder zu doll macht, dann brechen die einfach weg. Und dann ist Schluss.
dann hat man verloren. So, dann ziehen wir jetzt hier das Kabel quasi noch raus. Beiseite. Ferritkern. Auch erledigt. Dann kommen wir jetzt kurz zur grauen Theorie und dann bauen wir alles wieder zusammen. Das ist die graue Theorie. Das ist schematisch das Kabel. Wir haben hier unseren viernoppigen Anschluss, der an den Regulator kommt. Das ist das Kabel mit den beiden Abnehmern. Und jetzt ist es so, dass im ersten eine Ader aufgekrimmt wird und im zweiten die andere Ader. Da das aber das gleiche Bauteil ist, muss man aufpassen, dass das Kabel hier in der Mitte gedreht ist. Hier ist das Ding nochmal von der Seite. Dieses kleine Y da soll mal diese beiden Zinken symbolisieren. Und die sind immer auf der linken Seite. Das heißt, wenn das Kabel hier mit zwei Adern reingeht, so bapp, bapp, dann geht es auch mit zwei Adern hier wieder raus. Und wenn ich dann das nächste Ding habe, ich mache das jetzt nur mal so, und mache das hier wieder so, dann würde ich natürlich beide Seiten das gleiche Ader treffen, wenn ich jetzt auf nichts aufpasse. Und es ist natürlich verkehrt, weil dann kriegen wir hier keinen Stromfluss hin. Das heißt, das Kabel muss also einmal so drehen. Beziehungsweise sieht das bei einem Originalkabel wie folgt aus. Noppen nach oben, Noppen nach oben. Das Kabel ist jetzt hier gedreht. Wenn ich das jetzt mal loslasse und gerade ziehe, dann sieht das Ganze so aus. So. Die Seite ist nach oben und die Seite ist um 180 Grad gedreht. So. Und verkehrt herum. Das heißt, hier sind die Noppen nach unten, hier sind sie nach oben. Oder wenn ich beide mache, dann ist das Kabel so verdreht. Und damit stelle ich sicher, dass ich hier eine Ader dort treffe und die andere dort. So, wenn wir das wieder bauen, fangen wir von hinten an, bauen das ganz normal und bauen das zweite dann einfach so. Genau so bauen wir das. Und dann hat sich das erledigt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Abstand zum Kern. Den setzen wir natürlich wieder ein. Und dann geht es hier weiter zum Kabel. Und da könnt ihr euch entweder orientiert euch an der Originallänge wie hier, blende ich euch dann alles ein in Noppen, beziehungsweise macht es euch so lang, wie ihr möchtet, denn dann spart man sich mitunter auch ein Verlängerungskabel dazwischen einzusetzen. Den Ferritkern, es gibt immer wieder, das ist immer wieder so ein Streitpunkt, braucht man den nicht. Ich habe auch schon genug Kabel gesehen, wo der gar nicht drin vorkam. Das heißt, wenn ihr die Hülle kaputt macht, die Plastikhülle, und nicht wieder zusammenkriegt und auch nicht wie hier zum Beispiel mit Schrumpfschlauch, ihr Schrumpfschlauch drumherum festmachen wollt, dann lasst ihn einfach weg. Ich habe es auch schon im Einsatz gehabt, ich habe keine Nachteile gehabt. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keine, wie war das, bei 12 Volt war es irgendwie, wenn der Röhrenfernseher daneben stand oder so, dann könnte man da einen Bildfehler hervorrufen. Ja, das konnte ich jetzt nicht nachtesten, aber wenn er ihn kaputt macht und nicht einsetzen wollt, lasst dann weg. So. So viel zur grauen Theorie. Wir gehen zurück in den Zusammenbau. So, also jetzt gehen wir in den Aufbau oder besser gesagt den Zusammenbau wieder. Das sind die Einzelteile, die Unterteile, die Oberteile, die Zugentlastung plus Schrauben. Wir brauchen natürlich ein neues Kabel. Das habe ich mir jetzt hier abgelenkt. Ich habe einfach ein originales Kabel genommen und habe das nebeneinander gehalten, abgelenkt. Ich blende euch die Kabellänge, die ihr benötigt, für ein Standardkabel ein. Ich blende euch auch ein, wie viel der Abstand ist beim Originalkabel vom Ferritkern weg hierher, weil das könnt ihr dann variabel in der Länge könnt ihr länger machen, um euch vielleicht den Einsatz von Verlängerungskabeln zu ersparen. So, das rollt ihr dann einfach von der Rolle hier ab und schneidet euch das zurecht. Ich habe jetzt hier gleich zwei zurechtgeschnitten, um einfach mehr reparieren zu können. Wenn man das so abrollt von dem Kabel, dann kriegt das so einen leichten Drall. Das ist dann leicht immer so,
Wenn es jetzt so leicht nach oben geht, dann einfach mit dem Daumen hier drunter fassen und dann einmal so lang ziehen und dann bleibt es einigermaßen schön gerade. Wie wir in der Theorie gelernt haben, müssen wir jetzt auf die Polarität achten. Beim ersten Teil ist es noch gar nicht so schlimm. Es wird uns dennoch diese graue gestrichelte Linie ja helfen. Ich nehme jetzt einfach eins. Ich betrachte es jetzt mal von oben, denn das Endstück, da muss das Kabel immer von rechts raus, also so. Ich lege das jetzt also mal hier so rein. Und jetzt habe ich das Graue nach oben, das will ich aber nicht sehen, deswegen mache ich das Graue jetzt nach unten. Das ist einfach nur in meinem Falle jetzt mit dem Kabel verbunden. Das drehe ich jetzt einmal so rum. Dann nehme ich die Zugentlastung und stecke die hier wieder rein. Damit wird das Kabel dann hier an Ort und Stelle gehalten. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen friemelig. Also ich drehe es jetzt zu mir und wenn es zu mir zeigt, wenn die Spitze zu mir zeigt, dann muss es auf der linken Seite raus. Dass wenn ich es mit den Noppen nach oben drehe, dass das Kabel dann auf der rechten Seite rauskommt. So, das werde ich jetzt hier reinstecken. Und dann nehme ich mir die Schraube und schraube das einfach wieder fest. Und dann ist der erste Teil schon erledigt. So, warum gehe ich hier jetzt so gesehen links raus, beziehungsweise von so gesehen nach rechts? Naja, weil diese Metallplatte hier ja eben nur auf der rechten Seite ist. Das heißt, wenn ich die jetzt drehe, ist sie auf der linken Seite. Und nur so kann ich das Kabel krimpen. Glaubt mir, ich habe das gerade schon mal gedreht. Es ist mir passiert. Ich habe nachgemessen und ich habe das Kabel auf der falschen Seite rausgenommen. Blöd gelaufen. Also passt da bitte drauf auf. Dann nehmt ihr das einfach und führt das genau wieder so zusammen. Da kann man hier mit ein bisschen mit dem Fingernagel nachhelfen oder mit dem Werkzeug, bis es soweit ist und dann einfach einmal beherzt zusammenknacken. Und dann sollte es das gewesen sein. Ihr könnt das natürlich genauso machen, wenn ihr das hier wieder aufnoppt, so wie vorhin bei dem Teil, drauf und dann einmal runter. So, dann kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt. Ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal messen. Sonst widerfährt euch nur der gleiche Fehler, der mir passiert ist. Ihr verlegt das Kabel falsch, ihr habt keinen richtigen Kontakt. Messt lieber gleich, bevor ihr dann alles fertig macht. Am Ende messt und dann stellt sich raus, ach, jetzt funktioniert es nicht, dann geht ihr auf Fehlersuche. Lieber mehrmals messen und dann auf Nummer sicher gehen, als dass ihr irgendwas doppelt machen müsst. So, wir schalten hier wieder auf Durchlass. Ich nehme das so, das so. Ich gehe hier mit Schwarz dran. Und dann schaue ich mal, wir müssen ja die 0 haben. Hier tut sich nichts. Ihr seht das auch. Ja, ihr seht das auch. Und da geht es Richtung 0. Ja, nicht ganz auf 0, aber doch, jetzt ist es bei 0. So, das heißt, die Order ist okay. Die auch. Sehr schön. Nichts verkehrt gemacht. Hat im Endeffekt 30 Sekunden gedauert, auch wenn man besser ein Oktopus wäre dafür mit mehr Händen. Aber erledigt ist es. So, next step. Als nächstes kommt das zweite Anschlussstück. Ich lege das jetzt nochmal explizit hiermit hin. Und zwar, damit wir das sehen. Das bleibt oben. Das Kabel ist wirklich gerade. Das oben und zeigt von uns weg. Also Noppen nach oben. Der Abnehmer, der Metallabnehmer zeigt von uns weg. Das heißt, Kabel gerade nehmen, gerade hier durchlegen. Noppen nach unten und Abnehmer zu uns hin. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir noppen das hier auf. Das noppen wir auch mal auf. Einfach für den Vergleich. Das nehmen wir auch mal kurz. Dann wissen wir, wie viele Noppen dazwischen sind. Da ist so eine Viertelnoppe noch mit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 dazwischen. Hat den Hintergrund, damit sich es einfach gut unter der Schiene langlegen lässt. Wir bleiben also bei den 15. So, das heißt, das zeigt nach oben, Noppen hoch, Abnehmer von uns weg. Kabel gerade, es lässt sich halt nicht festmachen jetzt. Deswegen glaubt mir einfach bitte einmal. So, 15 Noppen, das heißt, wir waren bis hier.
Wir legen das also hier hin mit den Noppen nach unten und zu von uns weg und legen das hier rein. Und dann geben wir ein ganz klein bisschen Spiel mit aufs Kabel. Vielleicht so eine halbe Noppe. Ich habe die jetzt hier zwischen die Noppen gelegt. Damit einfach diese 15 Noppen auch noch gewährleistet sind, wenn wir die Zugentlastung draufpacken. Dann nehmen wir die und drücken die jetzt hier wieder rein. Bis ganz unten hin. Dann wechseln wir wieder auf Kreuzschlitz, schnappen uns unsere kleine Schraube, schrauben das Ganze hier fest. Und wieder das gleiche Spiel. Ihr nehmt das ganze Ding, setzt es hier drauf, schaut, dass nichts verkantet. Und dann einmal beherzt zuschnappen lassen. So. Gut, jetzt haben wir natürlich hier das Graue nach oben. Wenn ihr die Adern nehmt, die gar keine Markierung haben, ist das auch okay. Dann seht ihr halt weniger. Wir sehen jetzt aber schon hier ist Grau noch oben. Da ist Grau noch oben, hier ist es weg. Das heißt, wir haben unsere Drehung im Kabel, wie wir es brauchen. Und weil es so schön war, messen wir gleich wieder. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir machen das jetzt nochmal ab. Wir machen es exakt so wie eben. Ich gehe hier drauf und gehe hier mit meinem Kabel dran. Na, hier, Hand da drauf. Das so hin. Hier drauf drücken. Da dran ans Kabel. Zahl geht runter. Perfekt. Hier bleibt es bei 1. Wunderbar. Gleiches mit dem anderen Anschluss. Müsste hier jetzt 0 kommen. Jawohl. Und hier die 1 bleiben. Jawohl. Wir haben also keinen Kurzschluss im Kabel. Perfekt. Glaubt mir, wenn ihr das ein, zwei Mal gemacht habt, dann ist das Routine. Dann läuft das von allein. Jetzt machen wir den Ferritkern wieder drauf. Und der ist hier etwa 3 Noppen entfernt. Seht ihr das? So 3 Noppen weg. Das heißt, das machen wir hier genauso. Wir nehmen also den Kern, führen unser Kabel hier durch. So. Ganz normal, legen das Ganze hier so hin. Es muss jetzt keine 3 direkt sein. Ich mache hier auch ein bisschen mehr Luft rein. Und jetzt schaut einfach, dass das Kabel gerade bleibt. Und dann nehmt ihr das, führt das hier durch und guckt wirklich, dass es genauso gerade wieder auf der Seite rauskommt, dass ihr das jetzt nicht nochmal in sich verdreht. Bei mir ist es jetzt jedes Mal grau auf dieser Seite. So, dann ziehe ich das hier durch. Einmal ganz entspannt. Ich habe es jetzt hier nämlich schon ein paar Mal gedreht, das ist jetzt gar nicht mal so cool. Ziehe ich es wieder zurück. Ziehe das einmal so lang, dass es sich nicht wieder in sich dreht. So, dann führe ich das jetzt hier wieder durch. Durch, 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 durch. So. Dann kann man das hier auf die Länge bringen, auf die gewünschte Länge, die man haben will. Ungefähr unsere 3 Noppen. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Je nachdem, wie eure Schlaufe hier aussieht, könnte das ein bisschen mehr Druck ausüben. Ich nehme das jetzt hier, lege es unten wie oben rein und dann einfach zusammen. Und ich habe so viel Glück. Bei mir passt sogar und hält. Na gut, der Spalt ist ein bisschen breiter als vorher, aber nichtsdestotrotz hält es. Und ihr seht, es ist jetzt sogar ein kleines bisschen enger da dran. Das spielt aber wirklich erstmal keine Rolle. Jetzt habe ich hier das Kabel noch in die Richtung und das war's. Ihr seht, ich bleibe hier immer noch. Grau ist auf der Oberseite und ich komme hier grau genauso wieder raus. Und genauso mit geradem Kabel lege ich dann das restliche Stückchen noch auf. Denn genauso ist es hier auch. Es geht gerade, gerade, gerade. Das Kabel bleibt immer gerade
und geht dann so rein. Ja, das heißt, wenn ich jetzt das Ganze so drehe, ist mein grau markiertes auf der linken Seite und das ohne Striche hier auf der rechten. Also, wir nehmen jetzt unser Kabel und unser letztes Stückchen hier und führen das zusammen und dann sind wir auch schon fertig. Wie gesagt, wir nehmen das jetzt und schauen, dass es gerade ist. Wir haben jetzt natürlich unseren optischen Indikator hier immer noch am Start. Das ist sehr gut für uns. Wir nehmen also, wenn wir so schauen, das Graue auf die Seite weg von uns, beziehungsweise so auf die linke Seite und die andere Seite hin zu uns. Ich mache es jetzt genau wie vorhin. Da ist jetzt wirklich kein Hexenwerk mehr dabei. Ich nopp das auf. Ich lege das hier rein. Exakt. Wie beim anderen, wie bei der anderen Anleitung schon. Nehme dann das Endstück. Na, jetzt ist es mir gerade verrutscht. Na. Und einmal zügig drauf. Dann schaue ich, okay, jetzt guckt es hier noch raus, drückt das wieder rein. Oh, das sieht diesmal sogar ziemlich gut aus. Jetzt hoffen wir, dass das Kabel nicht verrutscht ist, weil das sieht verdächtig gut aus. Okay. Bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, außer durchmessen. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, weil jetzt müssen wir nicht mehr an ein Kabel dran. Ja, jetzt können wir einfach messen. Und in der Theorie, da wir ja wissen, wenn wir das Ganze mal so legen, dass immer diese linke Seite das Kabel durchtrennt bzw. aufkrimmt und wir hier sehen, dass Grau immer hier auf der linken Seite ist, müsste der Stromfluss jetzt hier schon gegeben sein. Tada! Geht zur Null. Jetzt bleiben wir hier auf der linken Seite, prüfen hier nochmal dagegen. Die 1 steht, das heißt, wir haben keinen Kurzschluss drin. Jetzt gehen wir hierher und hierher und die 1 fällt Richtung 0 und damit haben wir unser repariertes Kabel. Perfekt. Ein Kreuztest nochmal gemacht und damit haben wir unser repariertes Kabel. Wir gehen jetzt nochmal ganz schnell rüber auf die Bahnplatte, da habe ich schon eine kleine 8 vorbereitet, schließen genau dieses Kabel an. Ich werde Strom drauf geben, ihr seht, der Zug wird losfahren und damit sind wir dann am Ende des Videos angekommen. Abschließend möchte ich noch sagen, das ist wirklich kein Hexenwerk. Ja, ihr müsst aufpassen, gerade bei diesem Kabel hier müsst ihr wirklich aufpassen, aber euch hetzt ja keiner. Nehmt euch Zeit, macht das in Ruhe, passt schön mit den Nasen auf, dass euch da nichts wegbricht. Guckt auf die Orientierung des Kabels und dann läuft das. Das wird alles machbar sein. Ich habe hier direkt das nächste kaputte Kabel. Ne? Das werde ich dann demnächst auch mal reparieren. Aber das dürfte ja jetzt wirklich auch für euch da draußen absolut kein Problem mehr sein. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Reparieren von euren 9 Volt Zuganschlusskabeln oder euren 9 Volt Verlängerungskabeln. Ja, toi toi toi. Wenn ihr Fragen habt, gern hier unten in die Kommentare. Wenn irgendwas unklar ist, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine Zuschrift über unser Kontaktformular. Ich versuche alles entgegenzunehmen und jede Unklarheit zu beseitigen. Und ja, ich sag schon mal Peace, bis zum nächsten Mal und wir gehen noch mal ganz kurz nach drüben.